Moin und herzlich willkommen bei der nächsten Folge der Kampagne von Anno 1800. Und wir gehen direkt rein, denn wir haben jede Menge zu tun. Wir wollen uns heute erstmal um unsere Bilanz weiter kümmern. Das heißt, wir werden so ein bisschen die Stadt vergrößern und auch ausbauen, vor allem, ne? Wir werden die ein bisschen höher ziehen. Dann werden wir uns um die Fensterproduktion kümmern, denn die werden wir jetzt auch bald brauchen. Und generell auch die Produktion. Wir gucken gerade mal rüber. Die Produktion der einzelnen Städte nochmal vergrößern. Wir haben hier gerade 8 von 11. Das geht aber fix, ne? Also gerade die Bauernbedürfnisse, die gehen ja relativ schnell, aber da müssen wir auf jeden Fall mal rüber gehen und die Arbeiterproduktion zumindest mal ausbauen. Wir haben hier vorne schon zumindest schon mal was hingestellt, aber noch nicht ausgebaut, weil es ja alles was kostet und wir, glaube ich, Ziegel nicht hatten. Genau, uns fehlt die Ziegel, ne? Deswegen haben wir das nicht gemacht, haben wir das da ein bisschen gespart erstmal. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir es wirklich brauchen. Und wir sehen gerade, wir haben zu wenig Bretter. Wir wollen ja auch noch die Fregatte bauen. Wir haben ja den Großauftrag noch nicht fertig. Und wir wollen uns ja auch gegen die anderen beiden hier unten verteidigen. Dementsprechend werden wir uns gerade mal so ein bisschen Bretter dabei kaufen. Da kostet ein Brett 10 Dollar. Also das juckt uns nicht wirklich. Und wir werden diese Handelsroute generell über Archie jetzt öfter ein bisschen was einkaufen oder generell auch mit den NPCs quasi handeln. Zu Eli werden wir jetzt bald Seife bringen. Wahrscheinlich gleich direkt schon. Unser Lager müsste generell voll sein, glaube ich. Wir gucken mal gerade. 74, es wird gerade voll. Können wir eigentlich mal sagen. Es kostet das hier 15 Ziegel. Komm, wir machen mal zumindest 75 Tonnen dabei. Damit wir da hier nicht irgendwo mal Produktion haben, die nicht funktioniert. Beziehungsweise schon fertig ist. Weil wir keine Lagereinheiten mehr haben. Ne? Also dementsprechend müssen wir ein bisschen gucken. So, er kommt schon an. Und dann werden wir hier ein bisschen hochziehen. Das können wir gerade nebenbei schon mal machen. Schaffen wir das? Da kostet jedes Gebäude 6 Bretter, ne? Also wir brauchen ohne Ende Bretter jetzt. Dementsprechend ist das schon ganz in Ordnung. Werden wir dann direkt auch so nutzen. Und wir nehmen direkt wieder mit. 75 Tonnen Seife. Lassen mal 2 aus Kulanz hier liegen. Damit die nicht sofort anfangen zu meckern. Ne? Und dann gehen wir mal los. Und bringen die sofort zu Eli. So, können wir bei dem irgendwas mitnehmen, was wir brauchen? Nö, ne? Nö. Vielleicht hier was. Stahlwerk, Kanonengießerei und Geschützfabrik. Arbeitskräfte minus 25% und Produktivität plus 40. Hätte ich sehr gerne jetzt dabei, die Meisterin der Schmieden, ne? Aber 62 Tonnen ist natürlich 62.000 ist gerade eine Ansage. Tierhöfe ist egal. Wohngebäude, deren Bedürfnis nach Wirtshaus erfüllt ist, erhalten Schnaps. Ja, ist gar nicht mal so verkehrt. Also, ja, die Produktion kostet ja auch im Prinzip nichts, ne? Bewegungsgeschwindigkeit plus 10%, Frachtverlangsamung minus 60%. Eigentlich gerade für den Anfang relativ interessante Items, aber die sind natürlich, ich sehe gerade, ich habe auf den Verkaufspreis geachtet. 250.000 ist halt nun mal auch für uns gar nicht mal so günstig, ne? Dementsprechend fällt das mal gerade raus mit unseren 14.000 Peanuts. Da können wir uns sowieso nichts leisten. Okay, was wir kurz machen, weil das geht relativ schnell, wir werden kurz einmal das hier verschieben. Und die Bäumchen kommen, die kommen einmal hier vorne hin. So. Straße weg. So. Ach, da waren die Bäumchen. Na, gerade erst gesetzt. Nein. Eins weiter rüber, bitte. Was stand da gerade? Waffenstillstand. Schade. Die sollen sich mal ruhig gegenseitig auf den Kopf hauen. Und dann werden wir jetzt hier gerade mal eben die Straßen kopieren. So, das müsste von der Produktion her bei uns, wir gucken mal eben rüber, so gerade eben glatt gehen. Ja, vielleicht müssen wir da einmal dran, ne? Arbeitskleidung und Fisch können wir mal eben machen. Da ist die Arbeitskleidung, wups, ah, der kopiert die Felder gar nicht mit. Ach, ich habe gar keinen Kasten gezogen, deswegen, dann macht es natürlich Sinn, ne? 1, 2, 3, so. Und die Webstube, wo ist sie? Blind, da ist sie. Dann machen wir sie hierbei. Okay, dann haben wir das. Und eine Fischerhütte. Und dann haben wir so ein bisschen Puffer, ne? Ja, jetzt müsste es glatt gehen. Jetzt brauchen wir gleich nur noch einmal hingehen immer. Das mal hochziehen. Und dann verdienen wir hier ran relativ schnell relativ viel Geld. Ne? Wir machen auf Sandy sich schon mal 400 bzw. 500 plus. Das wird gleich auf 700, 800, ja, 700, denke ich mal, hochgehen. Und die brauchen wir, weil allein die Fenster gleich kosten schon mal alleine 120, 220 und dann nochmal zweimal 200, also 620. Dementsprechend brauchen wir gerade jeden Taler, den wir kriegen können. So. Und er ist schon da.
Abmarsch. Ich bin das Werkzeug, das Gottes Urteil vollstreckt. Ja, genau. Bist du anscheinend. Sehr schön. Dann alles hauen wir auch ganz schnell wieder ab. Das waren mal eben kurz 30.000 und das kommt uns natürlich sehr gelegen. Bevor wir jetzt mit den Fenstern anfangen, werden wir einmal die Fregatte schon mal losjagen, damit wir wissen, was los ist. Wir bekommen ja auch nochmal Geld dafür, ne? Dementsprechend gar nicht mal verkehrt. Ich denke mal, 10.000, 15.000 werden wir für eine Fregatte wohl hoffentlich bekommen. Also nehmen wir das natürlich sofort mit und danach fangen wir natürlich an, auch Fregatten selber, zumindest am Fließband. Ich hoffe es mal, dass wir das relativ häufig produzieren können. Der Transporter. Ja, wir bauen mal gerade ein normales Lagerhaus dabei. Oder? Wollen wir das aufrüsten? Können wir auch. Komm. 20 Bretter. Ich mache das nämlich deswegen ganz ungern am Anfang. Weil 20 Bretter. Dann nehme ich lieber diese 10 Bretter. Weil wir eh noch genug Platz haben am Anfang. Deswegen, falls ihr euch wundert, warum ich immer so viele Lagerhäuser baue. Liegt immer so ein bisschen daran, weil ich es sehr, sehr ungern am Anfang hochziehe. So, oh, hier oben ist übrigens. So, fehlt da noch eine Straße, ne? Okay. Gut, das haben wir. Also gehen wir ran und werden mal die Fenster produzieren. Das heißt, wir brauchen einmal eine Quarzsandgrube. Hier oben rechts haben wir ja schon zugemacht, weil wir ja wissen, dass wir auf Dauer hier keine Produktionsinsel draus machen. Aber die Quarzgrube können wir hier mal aufbauen, weil wir haben momentan noch keinen Kai, dass wir die Arbeitskräfte rüberschicken können. Also machen wir mal hier... Überlege ich gerade so... Passt das? Wenn wir dann daneben noch ein paar Fischerhütten bauen. Eins, zwei... Nee. Weil ich bin mir sicher, dass wir hier eigentlich mehr hinbekommen würden. Eins, zwei, drei, vier. So, Straße hoch. Und jetzt die Quarzsandgrube dann auf die andere Seite. Fangen wir außen an. Oh, das geht sogar. Schaut mal, hier ganz unten sind wir eigentlich nicht mal im Hafenbereich, aber er nimmt es glücklicherweise noch mit, weil es wohl, keine Ahnung, 90% im Bereich ist dessen, wo wir bauen dürfen wahrscheinlich. Aber wir brauchen ein Lagerhaus, okay. Dann bauen wir das mal hier hin. Passt das, Jungs? Wir stecken hier. Nein. Herzblut rein. Ja, okay. Also gehen wir einmal hin und sagen, wir brauchen die Pflasterstraße. So. Wups. Jetzt müsste es gehen, ne? Genau, jetzt passt es überall. Also kommen wir auch damit klar und wir haben eben gesehen, ne, Fisch haben wir eh zu wenig produziert. Jetzt müssen wir leider nochmal an den Schnaps ran. So. Ja gut, dich hätten wir eigentlich gar nicht hier hinschicken müssen, ne? Hätten wir eigentlich zu Arch schicken müssen. Wir gucken mal gerade nach. Was ist das denn? Der Kapitalist. Beeinflusst Ingenieurshaus, Investoren oder Wolkenkratzer, okay. Gar nicht gesehen, das Ding. Ja gut, 27 Tonnen, ne? Hätte man mitnehmen können, haben wir jetzt nicht. Ist egal. So, wann bist du fertig? In 3. Okay, gut. Also, Quarzsandgruben haben wir gebaut. Ich muss mal kurz einmal reinschauen. Ich meine, es war 1, 1, 2 das Verhältnis. Wenn ich mich recht erinnere, 30, 30 und 1. Genau. Also müssen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie noch unterbekommen. Also, nee, lassen wir das hier frei für die Produktionsketten, die wir hier noch brauchen, ne? Wir machen das mal hier gerade woanders hin. Wir haben hier so eine schwer... Oh. Hier brennt es gerade Lichterloh, aber wirklich Lichterloh. Mobilisier mal. Haben wir eine Meldung bekommen? Nee, ne? Nee. Ja, alles klar. Gut, war das letztes Mal schon? Ah, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir eine Meldung bekommen haben. Aber gut, jetzt haben wir es schon gesehen. Alles gut. Also, eine Glashütte. Wir brauchen zwei Fensterfabriken. Eins, zwei. Und dann bauen wir hier gegenüber das Lagerhaus hin. Moment, das finde ich blöd. So, dann kann man mit der Straße hier rüber. Dann passt das, ne, von der Symmetrie her so ein bisschen. Und dann ist das schon mal ganz in Ordnung. Wir produzieren jetzt schon mal Fenster, auch wenn es nicht viel ist. Das sind natürlich nur zwei pro Minute. Aber... Ach so, wir haben noch nicht die Arbeitskräfte, deswegen kommt er nur auf 1. Und dann kümmern wir uns gleich noch hier um Schnaps auf jeden Fall, Arbeitskleidung. Und das machen wir dann rechts in der Ecke, wo wir gerade erst überlegt haben, ob wir das machen. Und dann brauchen wir auch eine gleich schon... Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ah, jetzt explodiert's, ne? Er war gerade da. Ach nee, das war... Oder? Natürlich. Das war der Feuerwehrmann hier. Er war gerade davor. Jetzt dürfen wir es nochmal bezahlen. Frechheit. Ne? Okay,
Gut, wir brauchen auf jeden Fall noch Ziegel. Das heißt, du fährst auf jeden Fall schon mal los. Du nimmst auch dann direkt nochmal Seife mit. So. Weil wir werden jetzt gleich uns Ziegel holen. Dann fahren wir direkt erstmal zu Eli. Holen auf dem Rückweg dann die Ziegel ab und nochmal Bretter. Weil wir müssen auch jetzt hier noch ein bisschen die Siedlung hochziehen. Weil wir haben auch gar keine Handwerker dafür, ne? Also dementsprechend brauchen wir da sowieso noch was. Okay. Gut, also wir haben gesehen, uns fehlten, glaube ich, 2 Tonnen oder 3 Tonnen beim Schnaps. Auch wenn wir gleich hochbauen werden, brauchen wir trotzdem noch... Wie machen wir das hier? Das können wir eigentlich hier so machen. So. Wir brauchen dann trotzdem noch mehr Schnaps. Auch wenn die Produktion... Auch wenn die Produktion gleich nicht mehr so hoch sein muss, weil wir natürlich ja auch Arbeitshäuser und Bauernhäuser hochziehen werden und dementsprechend der Verbrauch dann auch geringer wird. Aber ich weiß nicht, ob sie das so schnell so stark auswirkt. Dementsprechend bauen wir lieber noch was dabei. Jetzt müsste es auf jeden Fall erstmal wieder glatt laufen. 16, 15, ne? Das lagern wir aber alles bald aus auf eine andere Insel. Weil ihr seht es ja, wie schnell... Das sind 16 Tonnen hier. Wie schnell man auch einfach in den Platzverbrauch kommt, ne? Wie schnell man einfach hier die halbe Insel bald mit Schnaps vollbaut, damit hier irgendwas ankommt, ist schon ein bisschen listig. Sie werden immer mehr zum Ebenbild ihres Vaters. Sehr schön. So, da steht unsere Fregatte. Dann schicken wir direkt mal los. So, dann ist unser Schiffchen schon angekommen. Eigentlich muss ich mir angewöhnen, mal mit dem Benachrichtigungssymbol zu arbeiten. Aber wahrscheinlich würde ich das auch überlesen. Beziehungsweise überhören. So. Okay, also unsere Aufgabe haben wir durch. Dann bin mal gespannt, wie viel Geld wir bekommen. Ich schätze mal so 10, 12, 13.000. Hoffe ich zumindest mal. Mehr als 10 wäre schön. Sehen Sie? Ja, okay. Genau 10. So. Diese Verstärkung wird Ihrer Majestät gefallen. Obwohl meine Hoffnung bleibt, dass es nicht zum Krieg kommt. Wir bauen mal gerade in der Zeit hier die Arbeiterbedürfnisse aus. Wir brauchen nämlich noch Brot. Ich wollte es Ihnen zuerst nicht sagen. Doch nun, ich habe Gründe dafür anzunehmen, dass Ihr Vater ermordet wurde. Okay. Okay, okay, okay. Und der Mörder, sein ehemaliger Zellengenosse, läuft frei herum. Es heißt... Er verstecke sich und bereite sich auf seine Flucht in die neue Welt vor. Ah, okay, also dann kommen wir so quasi in die neue Welt. Okay, war schon abzusehen. Jemand versorgt den Mörder von Madame Kahinas Hafen aus. Dem sollten wir nachgehen. Wo ist denn der Hafen? Ach, hier unten ist der, okay. Also da fahren wir gleich hin. Wir bringen aber vorher uns einmal noch hier Arbeitsmittel, also Baumaterial rüber. Dann ihr seht, wir brauchen das gerade Ziegel. Ihr kennt das, mich nervt das immer so ein bisschen, dass wir so lange auf die Ziegel warten müssen. Und wir haben mal ausnahmsweise gerade ein bisschen Geld. Das nutzen wir auch, um ein bisschen schneller voranzukommen. So. Wollen wir gleich 100 Tonnen nehmen? Ja, komm, wir nehmen 100 Tonnen. Das sind auch nur 5.500, die wir jetzt da gerade ausgeben. So. Was brauchen wir noch? 6 Tonnen Kanonen. Wir sollten vielleicht auch bald gucken, dass wir auch direkt hier die zweite Eisenmine auch noch beschlagnahmen. Oder in Betrieb nehmen, dass wir da direkt vorwärts kommen. Weil das dauert zu lange. Ne? Wir müssen schon schneller Kanonen bauen. Stahl ist in Ordnung gerade mit 50 Tonnen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Kanonen. Ich glaube, das gehen wir gleich direkt an, wenn wir noch ein bisschen was in der Bilanz reingezaubert bekommen. Wir gucken mal gerade. So. Wir können noch nicht genau sehen, ob es passt. Ja, Schnaps könnte eventuell nochmal eng werden. Da bauen wir mal eben noch eine bei. Weil Schnaps bringt auch eigentlich, auch wenn es am Anfang jetzt keine Riesenzahl ist, ne? Was sind das? Ich weiß nicht, was kriegt man dadurch? Wir gucken mal eben rein. 3 Münzen gerade mal. Das hört sich nach nicht viel an. Aber man merkt das, wenn es fehlt. Man merkt es, wenn es fehlt. Dementsprechend gucken wir, dass wir natürlich den Schnaps immer aktiv halten. So, da kommt unser Schiffchen. Und dann können wir gleich, würde ich sagen, auch da direkt... Die Kanonengieße rein nochmal bauen. Wir werden also wirklich auch die Eisenminen nochmal hochbauen. Und dann hoffe ich, dass wir das vom Geld her auch hinbekommen. Bäckerei. So, sieht jetzt alles gut aus. Wir sind bei den Bauern im guten Bereich. Wir sind bei den Arbeitern erst recht im grünen Bereich. Also alles gut. Und dann werden wir morgen anfangen. Hoffe ich, dass wir mit den Fleischkonserven anfangen. Eventuell Bier, weil Bier bringt hier auch wieder noch ein bisschen mehr Geld.
Ich glaube, das müsste sogar ein relativ großer Sprung sein. 13 Münzen, ne? Das ist natürlich auch eine etwas kompliziertere Produktion, in Anführungsstrichen. Aber da merkt man natürlich auch relativ schnell das Geld, dann, wenn man es dann drinne hat. So, okay. Also, Arbeitskräfte fehlen und wir wollen auch zu den Kanonen. Dann schauen wir mal. Wir haben Arbeiter genug. Also werden wir erstmal so ein bisschen Handwerker nehmen. Sind die direkt drin hier mit 20? Ja, okay. Das heißt, wir kriegen gerade keine mehr dabei. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall noch ein Haus. So, damit wir schon mal plus minus bei 0 sind. Dann haben wir gesagt, wollen wir erstmal hier oben hingehen und sagen, gut, wir bauen hier alles fertig. Wir dürfen doch ab Handwerker doch auch bestimmt, genau, die Kohlemine bauen. Weil wir brauchen jetzt natürlich auch Kohle. Man sollte meinen, die Erinnerung an diese schreckliche Zeit würde irgendwann verblassen. Ah, er mag das nicht, okay. Speicherstadt läutet neuer Ära ein. Okay. Kommst du bis da oben hin? Es geht um ein ganz neues Geschäftsfeld. Ich erkläre Ihnen jetzt mal, wie man Handelsverträge schließt und wie... Erklär du das mal wem anderes. So, reicht, ne? Er kommt da hoch, das ist wichtig. Und wir haben ein Lagerhaus dabei gebaut. Eigentlich müsste das hinhauen. So, das heißt, der Kohleverbrauch dürfte eigentlich jetzt passen, weil die sind ja genau doppelt so schnell, ne? Wie die Köhler. Eine Sonderausgabe. Ja, moin. In Besa dürfen wir jetzt auch hin. Also, 15 pro... Lassen Sie uns das alte... Jetzt wollen sie aber alle hier was von uns, ne? So, okay. Für alle 15 Sekunden haben wir eins fertig bekommen. Und bei dem normalen war das alle 30. Also doppelt so schnell. Passt also. Gut. Okay, wir bauen auf jeden Fall schon mal die beiden Hochöfen dabei. Wir können ja die Waren auch notfalls verkaufen. Auch wenn es natürlich nicht so viel bringt wie die subventionierten Waren, in Anführungsstrichen, wie die Seife. So, zweimal... Und jetzt die Frage, wie oft dürfen wir es dabei bauen? Dreimal, glaube ich, ne? Dumm. Eins. Oh ne, das sieht doof aus, ne? Da kriegen wir was anderes rein. Eins und zwei. Irgendwas kriegen wir noch rein, nur bei dem Lagerhaus. Man sieht schon, es klappt eh nicht. So, wir gucken mal. Sorry, wir wollen auf die Produktion. Ja, wir haben also auf jeden Fall noch was frei, ne? Wir kriegen da auf jeden Fall noch nur eine Stahlproduktion rein. Wir können aber auch erst einmal eine abschalten. So, dann passt das ungefähr. Weil wir brauchen auf jeden Fall mehr Kanonen. Darauf kommt es auf jeden Fall an. Und ihr seht, wir brauchen Arbeiter. Also holen wir die uns mal eben. Wups. Das reicht vielleicht noch nicht hundertprozentig. Aber die müssen wir einmal einziehen und Bretter kriegt man relativ schnell. Wir werden jetzt nicht nochmal losfahren zu Archie. Wir schicken nämlich die Medusa jetzt erstmal runter zu der Madame Kahina, genau. So, Abmarsch da runter. Und dann haben wir nämlich direkt morgen den Anfang von der nächsten Aufgabe und wissen direkt, was wir machen sollen. Wobei, ja, die Spekulation ist jetzt natürlich, wir müssen in die neue Welt, ne? Das wurde uns ja mehr oder weniger schon angeteasert. Also dementsprechend wird das auch wohl... die Aufgabe sein. Okay. Gut, wir haben nur eine Steinkohlefabrik. Ein Erz bekommen quasi. Wir können nur eine Mine bauen. Das ist ein bisschen schade. Jetzt hätten wir die direkt abreißen können. Die nehmen ja doch relativ viel Platz weg, ne? Aber ist nicht schlimm. Ein bisschen Platz haben wir auf der Insel noch. Aber es wird so langsam eng, ne? So langsam. Aber sicher. Ein bisschen geht noch. Wir müssen auf jeden Fall die Handwerksbedürfnisse alle hier irgendwo noch hinbekommen. Und bei den Ingenieuren können wir dann wieder den Kai bauen. Und dann kommen wir von der Insel auch wieder runter. Und dann werden wir so langsam alles umwandeln, die Fabriken alle rüber auf eine andere Insel. Und dann schauen wir mal, wie wir das so passend hinbekommen. Oder ob wir vielleicht sogar sagen, okay, wir lassen das hier und bauen, keine Ahnung, zum Beispiel auf so einer Insel hier unsere Bevölkerung auf. Ist zumindest ein bisschen schöner zu bauen, weil wir keine Flüsse haben. Mich wundert sowieso, dass die Inseln so klein sind, ob ich da bei den Einstellungen irgendwie mich vertan habe mit der Größe der Inseln. Die wirken nur ein bisschen klein, ne? Ich meine, jetzt wäre es eh nicht mal änderbar, wäre auch nicht schlimm. Die Einheimischen sagen, dass das Handels- das machen wir nicht jetzt, das machen wir beim nächsten Mal, ne? Gut, okay, das war als kleines Resümee für heute. Wir gehen jetzt hier kurz nochmal rein und machen jetzt hier die Arbeiter eben drin. Und dann sind wir gleich im grünen bzw. im weißen Bereich und dann sieht alles schön aus. Okay, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Bis denne. Ciao.